Uiuiuiui, das klingt aber übel. Ah! Der nächste Memory Link, der letzte. Wow, nicht mal die berühmte Badezimmerakustik kann diesen Murks retten. Ach ja, Neil, ey. Neil ist und bleibt einfach ein Komiker. Aber ich finde das gut, wie die beiden Charakter geschrieben worden sind, ganz ehrlich. Das macht so einen Heidenspaß. So. Zack. Und vorbereiten. So, da, das war die Uhr, ne? Ja, genau. Das ist die Uhr. Das sieht aus wegen diesen Eck da unten, ne? Wer das hier sehen kann, wo ich gerade mit der Maus bin. Das sieht aus, wie als wäre das so die Spitze, die unterste Spitze, wo die Uhr drauf hängt, ne? Also quasi das zusammen mit diesen Runden sieht so aus, als wäre es ein Globus. Als wäre es so ein drehbarer Globus oder so ein Standglobus. Voll geil. Und dann auch noch das hier rundherum. Sieht echt aus wie ein Globus, ist aber keins. So, was haben wir hier? Aha. Okay. So. Okay. So, perfekt. Haben wir das? Die Uhr ist fertig und das Memento kann aktiviert werden. Zack. Naja, jetzt sind wir wieder im Alter, siehst du? So geht es immer weiter. Man sucht dich schon. Nervös wegen deines letzten Auftritts hier? Ich bin nicht nervös. Es ist nur, ich habe so viele Jahre in diesem Theater gespielt. Es fühlt sich komisch an, dass dieses Mal einfach das letzte Mal sein soll. Naja, man kann nie wissen. Wir können das Theater immer noch besuchen. Es verschwindet ja nicht. Übrigens habe ich gesehen, was du spielen wolltest. Nicht mein anspruchsvollstes Stück, was? Naja, ich mochte es irgendwie. Aber du nicht? Dachte ich. Es ist mir wohl ans Herz gewachsen. Wusste ich's doch. Nur ein klitzekleines bisschen. Hey, wir haben noch etwas Zeit, bis das Konzert losgeht, richtig? Hol dein Cello und spiel ein wenig mit mir. Das sollte mir helfen, mich zu beruhigen. Ich dachte, du bist nicht nervös. Na nü. Okay, gut. Wir müssen wieder 5 Memory Links finden. Na dann. Wollen wir mal gucken? Schauen wir mal da lang. Da. Wer hat die schönste Nase? Ja, genau du. Oh ja, die hast du allerdings. Was glotzt du sie so? Hä? What the fuck? Okay. Und was willst du spielen? Ist nicht wirklich wichtig. Warum spielst du nicht deine Tonleitern und ich spiele die Begleitung? Ha, wollen wir dich beruhigen oder mich? Ich finde eben die einfachsten Dinge befreiend und entspannend. Na gut. Schön. Notiz Tonleitermelodie. Von Sophia gespielt zur Begleitung von Collins Tonleitern. Okay.
Mann, sie macht die ganze Arbeit, während er nur Tonleitern spielt. Hast du nicht mal im Schulorchester Triangel gespielt? Ja, und die Triangel ist eines der facettenreichsten und am meisten missverstandenen Instrumente überhaupt. Naja gut, bei der Triangel muss man ja nicht viel machen, einfach nur draufhauen. Genauso wie bei der Trommel, nur die Triangel klingt sehr hoch, die Trommel sehr niedrig. So, was haben wir hier? Das Cello steht hier. Oh, das ist ein Memento. Okay, gut, das ist gut zu wissen, dass wir hier das Memento haben. Die strengen sich aber an, ein paar extravagante Tonleitern zu spielen. Okay, cool. Na, oh, das hört sich so schön an. So, dann schauen wir mal darüber. Ach, guck mal. Na nü. Aha. Zweiten Memory Link. Was faulenst du da oben rum, Ash? So, Asher meine ich. Ach, komm schon. Ich habe schon eine ganze Reihe Stühle aufgestellt. Ich habe ihr sogar einen Namen gegeben. Aschers Reihe. Jeder, der sich hinsetzt, muss eine Gebühr zahlen. Ach ja? Da brauchst du ja kein Taschengeld mehr. Nicht witzig, Dad. Oh, sag mal, wo ist denn Mom? Bin ich sicher. Ich gehe sie mal suchen. Darum musst du deinen Hintern hier runterschwingen und mithelfen. Na gut. Okay. Asher dürfte hier schon ein bisschen jünger sein. Oh, was haben wir hier? Hallo. Hey, habt ihr Sophia gesehen? Schau mal in den Proberäumen nach. Ich habe sie auf dem Weg dorthin gesehen. Danke, mache ich. Und übrigens, besucht uns mal. Dass sie hier spielt, wird für uns fehlen. Klar, machen wir. Und sie haben es nie getan. Das weißt du nicht. Das ist auch wahr. Woher will er es wissen? Woher will er wissen, dass sie das Theater nie mehr besucht haben? So, wir sind alles wieder raus. Ah, hier. Da ist der Pfeil. So. Pfeil komplett übersehen. So. Acha. Der Junge wird so schnell klein. Ja. Ist ja auch klar, wenn man in der Zeit herumspringt. Wenn man in den Zeiten herumspringt, dann ist das klar. Mann, genau der richtige Ort, um Stuhl-Pac-Man zu spielen. Stuhl-Pac-Man? Was ist das denn? Ich meine, gut, Pac-Man kenne ich, aber Stuhl-Pac-Man? Ist das eine neue Art von Pac-Man? Ein Remake? Oh. Was ist jetzt los? Was zum... Es wechselt in eine andere Erinnerung. Hä? Was ist nur los? Oder auch nicht. Weißt du, was das gerade war? Woher soll ich das wissen? Na, du bist immerhin der Techniker. Und zugegebenermaßen ist das hier nicht die einzige Merkwürdigkeit auf dieser Reise. Bist du dir sicher, dass du keinen Draht vergessen oder eine Kalibrierung übersprungen hast? Wie kannst du es wagen? Meine Kalibrierungen sind so makellos wie Bambis Hintern, nachdem er seinen Flecken verloren hatte. Okay, okay, ich meine ja nur, du sollst wachsam bleiben. Seine Kalibrierungen sind so gut wie Bambis Hintern ohne Flecken. Schön. Oh Mann, Neil, ey. Der wird den Humor niemals verlieren. Da bin ich mir so sicher. Also wenn es eine Episode 3 irgendwann geben sollte, ich würde es feiern. Ich würde es definitiv feiern. So. Okay. Gut. Dann werden wir hier mal die ganzen Sachen reinschmeißen. Die Memory Links. Zack. Vorbereiten. Gucken wir mal. Das Cello. Wir müssen das Cello zusammen basteln.
Ja, natürlich, jetzt haben wir 5x da. Ja, klar doch. Wenn es weiter nichts ist. Ja, klar doch. Super. Ah, okay, gut. So funktioniert das. So funktioniert das, jetzt haben wir's. Ach, das ist so schön, die Melodie. Ich will da nicht weg von... Mann, ey. Weißt du, was komisch ist? Was denn? Das ist eine Erinnerung an das letzte Konzert zu der Frau. Aber vom Konzert selbst haben wir nichts gesehen. Vorhin ist es kurz aufgeflackert, nehme ich an. Trotzdem, ziemlich selbstfokussiert, nicht? Möglich, aber es kommt darauf an. Was wir hier sehen, ist immerhin vor allem davon beeinflusst, was er wirklich bereut. Sprich, was wir hier sehen, hat mehr damit zu tun, was er bedauert, als damit, was ihm wichtig ist. Na, irgendwas passt da trotzdem nicht, finde ich. Aber gut, wir sehen uns auf der anderen Seite. Schwupps! Wunderbar. Komm schon, es ist gleich dort vorne. Ja, ich weiß doch, wo es ist. No. Warum müssen wir überhaupt so weit laufen? Nur um dort etwas Musik zu spielen. Hast du die Aussicht dort oben gesehen? Die ist unglaublich. Außerdem... Ist dort niemand, der mir sagt, wie miserabel ich Cello spiele? Du spielst miserabel Cello. Ach, bei dir ist mir egal. Wettrennen zum Gipfel. No, wow. Das Mädchen vom Balkon, oder? Ob das seiner Frau gefallen würde? Was macht er schon? Sie waren doch noch Kinder. Und außerdem war das lange bevor Colin Sophia überhaupt kennengelernt hat. Trotzdem, die Erinnerungen, die wir hier sehen, sollten einen Zusammenhang mit Colins aktuellen Bedauern haben, oder? Ist nicht unser Job, darüber zu urteilen. Lass uns einfach schauen, wie es weitergeht. Na dann, los geht's. Lass uns gucken, lass uns rauflaufen. Und irgendwann finden wir genau die beiden wieder. So, da geht's hoch. Ah ja, genau. Da ist die nächste Treppe. Ah, da stehen sie ja schon. Sehr gut. Okay, gib mir einfach einen Moment. Und wo wolltest du ein Wettrennen bis nach ganz oben machen, ja? Es ist das Cello. Versuch du mal, das Ding bergauf zu tragen. Außerdem wiegst du ja praktisch nichts. Hey, das war deine Idee. Ich habe eine neue. Zeit für eine Pause. Ist doch nur ein Cello. Das ist innen komplett hohl. Ja, mag sein. Trotzdem sind diese Dinger schwer. Was du brauchst, ist ein echtes Training. Wow. Hey, was tust du da? Geh runter. Wir rollen doch beide den Berg runter und sterben. Wow, gleich so unheilvoll. Ich dachte, ich wiege praktisch nichts. Du widersprichst dir ja selbst. Warum sind die besten Orte immer so schwer zu erreichen? Wozu das alles, wenn der Weg dahin mich bloß müde macht? Genauso gut könnte ich einfach meine Augen zumachen und mir vorstellen, ich sei dort. Du bist ein Miesepeter, weißt du das? Seht her, ich bin Colin. Ich roll nur herum und jammer den ganzen Tag. Du kannst ja hier bleiben, wenn du willst, aber ich werde die Gipfel stürmen. Gipfelstürmer! Gab's davon nicht mal ein Album, ein Musikalbum von einem gewissen Herren, der sich der Graf nannte? Mit so einer Band, Unheilig? Ich glaube ja. So, war es eine Anspielung drauf? Ich weiß es nicht. Entschuldigung. So, dann wollen wir mal. Dann gucken wir mal weiter. Wo sind die jetzt hingelaufen? Ganz nach oben? Sind die ganz nach oben gelaufen? Moment mal. Ach, hier, siehst du mal.
Und ein Hibiskus. Also, was kannst du spielen? Nur die Tonleitern, halbwegs. Immer noch? Das ist doch schon Monate her. Hey, nicht jeder hat so tolle Privatlehrer wie du. Ich probiere einfach nur ein bisschen aus. Warum spielst du mir nicht einfach mal etwas vor? Okay. Aber es sind echt nur die Tonleitern. Das ist schön. Naja, die Tonleitern. Du. Naja, es könnte schlimmer sein. Es könnte immer schlimmer sein. Übst du nicht? Doch, aber es ist langweilig, immer wieder nur die Tonleitern zu spielen. Ich wünschte, ich könnte sofort damit anfangen, eine Melodie zu spielen. Komm, spiel doch einfach nochmal. Na gut, wie du meinst. Siehst du? Mit der richtigen Begleitung kann alles in der Melodie sein. Ach, schön. Ist das nicht, was Colton und seine Frau in seiner letzten Erinnerung gespielt haben? Ja. Können wir nun darüber urteilen? So, was ist das? Ist das ein Hibiskus? Wow, das sind ganz schön riesige Blumen. Ich glaube, das ist ein Hibiskus. Ah ja, Memento. Aber seltsam, dass er hier wild wachsen kann. Das ist wohl wahr. Den Song hat er jedenfalls weit in der Zukunft mitgenommen. Naja, um fair zu sein, ist es nur die Tonleiter. Was mich mehr interessiert, ist, woher seine Frau die gleiche Begleitmelodie kennt. Ah, Notiz-Tonleitermelodie erhalten. Tonleitermelodie. Von Fayet gespielt zur Begleitung von Collins Tonleitern. Ja. Gut. Dann haben wir das. Für ein Kind spielt sie ganz schön gut Gitarre. Ist dir übrigens was aufgefallen in dieser Erinnerung? Diese frühen Erinnerungen sind viel lebhafter als seine aktuelleren. Meinst du etwa, er hat Alzheimer? Möglich. Immer. Aber selbst wenn, dann vielleicht nur im Anfangsstadium. Nicht all seine frühen Erinnerungen sind klarer als die aktuellen. Nur ein paar bestimmte. Gut. Denn ist mir gerade nicht danach, wie ein einziger Tag nochmal... Denn mir ist gerade nicht danach, wie ein einziger Tag nochmal anzusehen. Okay. Was haben wir hier? Ein leerer Cellokoffer und ein abgewetztes grünes Buch. Ah! Das Buch hat er echt immer dabei. Ich bin echt überrascht, dass es nicht vom Wind weggepustet wird. Tatsache. Na dann. Zack. Memento vorbereiten. So, was haben wir nun? Ja, okay, gut. Wir müssen den Hibiskus fertig kriegen. Okay, Moment. Dann machen wir es so. Zack. Fertig. Der Hibiskus. Wunderbar. Und dann Memento aktivieren. Ah. Und wir sind wieder im Alter. Oh. Hast du diesen breiten, je wilden Hibiskus gesehen? Keine Ahnung. Ich bin nicht der Möchtegern-Pflanzologe hier. Das heißt Botaniker. Oh, hey, sieh mal da drüben.
Okay. Was haben wir hier? 2 Memory Links muss man noch finden. Interessant. Sei vorsichtig, Ash. Die sehen etwas wackelig aus. Alles gut, Dad, ich kann das. Komm doch auch hier rauf und spiel mit. Ja, mal, komm wenigstens runter und lass mich das erstmal in Ordnung bringen. Niemals. Und ich wette, er fällt irgendwann runter. Aha. Das ist doch Sophia, oder? Vom Schatten her, von der Statur, könnte es Sophia sein. Ah. Alles in Ordnung, Junge? Ash? Ja, alles in Ordnung. Ich bin unverwundbar. Wow. War das... Keine Ahnung. Wir sollten keine voreiligen Schlüsse ziehen. Ja, es könnte mitunter vielleicht Sophia gewesen sein, die er da gesehen hat. Aha. Was hat er denn? Vaterfreunde nehme ich mal. So, und da haben wir das Memento. Wunderbar. Zack. Memento vorbereiten. Natürlich, da geht's nicht, oder was? So, jetzt haben wir's. Sehr gut. Der Reifen. Und dann aktivieren. Aha. Oh wow. Wie gemein. Zack. Da kommt ein Papierflieger geflogen. Du hast mich schon erwartet, hm? Was hat dich so lange aufgehalten? Mensch, ich bin da, oder nicht? Ich habe ein Leben, weißt du? Wow, wo hast du das denn gelernt? Nennt sich Talent. Komm schon, wolltest du mir nicht deine Schule zeigen? Ja, die Klassenräume sollten mittlerweile frei sein. Bleibst du noch bis zu unserer Orchesterprobe? Ja, ja, geh voran. Oh. Erinnern Sie dich nicht an uns, als wir noch jünger waren? Kein einziges bisschen. Gut, Freunde, ich würde mal sagen, an dieser Stelle mache ich hier mal wieder kurz Schluss. Und wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Und ja, ich hoffe, bis dahin hat es euch gefallen. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch in der nächsten Aufnahmesession wieder dabei seid. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.